Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie im Interview mit Alice Weidel der relativ bekannte RTL-Journalist Peter Klöppel heimlich versucht, die AfD verächtlich zu machen, sie zu dämonisieren. Mit jeder einzelnen Frage. Im Folgenden das Interview, danach zu den einzelnen Fragen ein paar Worte. Der Ablauf der Sendung. Es geht los mit dem Wahlergebnis. Er hebt es einseitig negativ hervor und möchte eine Begründung haben von Alice Weidel, warum das denn so negativ gelaufen ist. Durch die negative Darstellung möchte er die AfD schwach aussehen lassen. Sie haben nicht erreicht, was sie wollten. Man wirkt immer schwach, wenn man nicht das erreicht, was man will. Klöppel weiß natürlich ganz genau, dass die AfD alle großen Medien gegen sich hat. Dass er und alle anderen versucht haben, die AfD zu zerstören. Dass auch die AfD innerparteilich zersetzt werden sollte. Er weiß das alles genau und suggeriert, ja, die AfD, es ist alles ganz normal und jetzt hat die AfD verloren und ja, das ist halt, hat die AfD schlecht gemacht. Und Alice Weidel muss jetzt erklären, warum sie es so schlecht gemacht haben. Wenn jetzt Zeit damit verbracht wird, dann wird der Eindruck erweckt, ja, die AfD, es sind Versager, es sind Verlierer, die Leute wenden sich ab und sie kriegen nicht das hin, was sie hinkriegen wollen. Und es wird natürlich der Eindruck von Normalität geweckt. Es ist eine Falle. Wenn Alice Weidel sich jetzt nicht dahingehend äußert, dass die Medien eine Verantwortung haben, was relativ schwer greifbar ist, dann ist die Falle zugegangen, dann attestiert sie selber, dass die Medien alles richtig gemacht haben, dass die Medien keine Schuld tragen, wenn sie jetzt die Medien nicht benennen würde. Das hat sie aber getan. Im Gegensatz zu früher, wo es AfD-Vertreter meist nicht gemacht haben, um nicht weinerlich zu wirken. Es soll nicht so aussehen, als würde man die Schuld auf andere schieben. Das haben sie getan, meist unter völliger Verkennung der Lage, wie mächtig die Medien sind und mit welch manipulativen Mitteln sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeiten gegen die AfD. Klöppel sagt, er würde das Auftreten der AfD provokant und als rechtslastig empfinden. Provokant ist eine unscharfe Vokabel. Es ist alles und nichts. Im Grunde jede Partei, wenn sie sich politisch äußert, ist für eine andere Partei provokant, da andere Parteien mit der Aussage nicht übereinstimmen. Indem Klöppel jetzt sagt, die AfD würde provokant auftreten, erzielt er den Eindruck, das wäre bei der AfD so, aber es wäre bei den anderen nicht so. Der Trick hierbei ist, dass er das nicht direkt sagt, er es aber suggeriert. Wenn er sagt, das Auftreten der AfD sei provokant, da sagt er an sich nichts Falsches, weil wie gesagt, provokant ist alles und nichts. Ähnlich ist es mit der Vokabel rechtslastig. Was soll rechtslastig heißen? Es sagt im Grunde gar nichts aus. Aber die Suggestion ist klar. Rechtslastig klingt nach rechtsextrem. Das heißt, er legt dem Zuschauer nahe, die AfD würde sich im Bundestag beständig rechtsextrem äußern. Wenn man das Auftreten der AfD mit dem Auftreten der SPD in den 90ern vergleicht, so ist aus meiner Sicht die AfD viel ruhiger, viel moderater, als es die SPD damals war. Aus meiner Sicht wurden damals Grenzen überschritten. Aber die Medien sind nie auf die Idee gekommen, dass die SPD als Opposition die Regierung angreift. Dabei waren schon damals die Aussagen der SPD und der Grünen ins Persönliche gehend. Die Medien standen aber schon damals ziemlich hinter SPD und Grünen. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das so bewertet. Aber sagen Sie einfach mal, ja, was haben Sie vor in den nächsten 4 Jahren? Also, um seinen Frame, sein Narrativ gegenüber der AfD zu stärken, es sozusagen dem Zuschauer zu beweisen, sagt er, das wäre ja nicht nur seine Meinung, das würden ja ganz viele andere auch so sehen. Wenn es alle machen, hat das schon seinen Grund. Der Zuschauer soll nicht merken, dass er nichts Konkretes genannt hat. Er spekuliert darauf, dass der Zuschauer sich sagt, die Realität ist zu komplex, ich überprüfe das nicht. Wenn der das sagt, das stimmt schon so. Der macht einen seriösen Eindruck, das stimmt dann schon. Die Suggestion, dass die AfD sich daneben benimmt und die anderen sich redlich benehmen, stellt natürlich die Wahrheit auf den Kopf. Die Verwendung dieser Vokabel wäre etwas Besonderes. Das Perfide ist, selbst wenn der Zuschauer weiß, dass es gar nicht stimmt, allein dass Peter Klöppel es sagt und wenn andere es sagen, allein dadurch, dass diese Leute es sagen, wird es zur Realität. Es müssen nur genug Leute sagen, lange genug. Und dann denkt man unterbewusst, ja, das ist merkwürdig, das ist besonders. Obwohl logisch natürlich die meisten wissen, dass es das natürlich nicht ist. Alice Weidel verdeutlicht hier aber dem Zuschauer die Täuschung, indem sie das genau in den Vordergrund stellt, dass es nichts Besonderes ist. Es wäre an dieser Stelle gut gewesen, wenn Weidel den Effekt erklärt hätte, so wie ich ihn jetzt erklärt habe. Richtig im Bedrängnis wäre Klöppel dann gekommen, wenn der Zuschauer merkt, das ist eine Manipulation und wie die Wirkungsweise ist. Weidel sagt dann nicht, Peter Klöppel wolle das tun, sondern sie stellt den Effekt fest. Dass Peter Klöppel das will, das denken sich die Zuschauer dann von allein. Wenn alles Weidel sagt, Peter Klöppel will das und das, dann ist es nur eine Behauptung, das bringt gar nichts. Die Leute wollen selber schlau sein, sie wollen sich selber ihre Meinung bilden.
es reicht vollkommen oder es ist sehr viel effektiver, wenn Alice Weidel sagt, der Fakt ist das und das. Bitte lassen Sie das. Sie wollten das vielleicht gar nicht, aber der Fakt ist so und so. Wenn die Zuschauer darüber nachdenken und es ihnen einleuchtet, dass der Effekt derjenige ist, der er ist, und wie die Dinge wirken, dann wissen sie natürlich ganz genau, dass es kein Zufall ist von Peter Klöppel. Dann denken sie vielleicht auch weiter, denken sie an andere Teile und dann merken sie, aha, das ist ja das ganze Interview macht er das ja so. Und dann ist ihnen natürlich klar, dass es kein Zufall ist. Und Weidel behält aber natürlich die Form und ist höflich. Und sie wirkt nicht bevormundend. Peter Klöppel möchte mit der Vokabel jagen möglichst viel Zeit verbringen. Er möchte alles Weidel dazu bringen, Antworten darauf zu geben und Zeit damit zu verbringen, sodass eine Verbindung entsteht, die umso stärker wird, je länger Zeit damit verbracht wird. Es suggeriert außerdem, die AfD hätte damit etwas anderes gemeint, als die Arbeit der Regierung kritisch zu beleuchten. Und das andere kann natürlich nur Mobbing sein, kann etwas Verächtliches sein. Peter Klöppel lässt das unbestimmt. Er suggeriert es ganz klar, aber er macht sich die Hände nicht schmutzig, indem er das sagt. Dann könnte Weidel sofort aufgreifen, sie werfen das und das vor, sie sind nicht neutral. Er möchte die Suggestion wecken, ohne sich angreifbar zu machen. Er legt unkritisch dem Zuschauer nahe, Weidel hätte sich impfen lassen müssen, wenn sie verantwortungsbewusst wäre. Es ist auffällig, dass genau wie Plasberg bei Hart aber fair Peter Klöppel versucht, Weidel um dem Zuschauer einzureden, es gäbe keine Impfpflicht. Er behauptet, es gäbe kein Gesetz, es würde da nicht drinstehen. Und alles Weidel erklärt er natürlich, ja, es gibt keine explizite Impfpflicht, aber es gibt eine implizite Impfpflicht. Der Trick dabei ist, auch hier, einfach dadurch, dass Klöppel und alle anderen in den großen Medien sagen, es gäbe keine Impfpflicht, es wäre alles in Ordnung, dann wirkt es beim Zuschauer. Einfach weil die Leute es alle sagen. Das übertrifft dann wieder die Logik, den Verstand. Natürlich weiß der Verstand, es ist logisch, wir haben eine implizite Impfpflicht. Wenn ich am öffentlichen Leben nicht mehr teilnehmen kann, dann bin ich gezwungen, mich zu impfen. Wenn man sich den Wahlkampf anguckt, augenscheinlich hat es Erfolg, es war für die Leute kein bedeutendes Thema, obwohl immer das Gegenteil behauptet wurde, es würde keine Impfpflicht geben. Es ist sehr auffällig, dass sowohl die Regierung als auch die großen Medien, sie wollen keine Impfpflicht. Also sie wollen das nicht offen zugeben. Sie wollen eine Impfpflicht ausüben, aber sie wollen es geheim halten. Sie wollen nicht dazu stehen. Und aus meiner Sicht wird natürlich dadurch deutlich, dass sie Risiken sehen, für die sie keine Verantwortung tragen wollen. Wenn die Leute sich haben alle impfen lassen, dann war es ihre Entscheidung. Dann sind sie selber schuld, wenn sie Probleme haben, wenn sie einen persönlichen Schaden wieder argumentativ unterlegen ist, sagt er so, na gut, dann lassen wir es. Er suggeriert, alles Weidel würde irgendeinen Blödsinn erzählen und er hätte natürlich die besseren Argumente, aber er bricht jetzt die Diskussion ab. Natürlich hat er in Wahrheit keine Argumente mehr. Das sollte der Zuschauer auch gesehen haben. Es ist so, dass die AfD nur 10,3% geholt hat. Man denkt sich vielleicht, es gab doch jetzt so viele gute Auftritte bei den Öffentlich-Rechtlichen. Eigentlich, die Leute müssten es doch jetzt gesehen haben. Sie müssten doch überzeugt sein. Es ist aber so, dass diese Sendungen nur ein Bruchteil sind von dem ganzen Wahlkampf. Und wir können uns das nicht vorstellen, aber die Narrative, sie sind fest verankert. Die Leute hören es 24 Stunden am Tag in den großen Medien. Da fällt die AfD nicht so groß ins Gewicht. Aus meiner Sicht sind die meisten AfD-Vertreter bis noch vor einem Jahr relativ naiv in die Interviews gegangen. Sie wollten es nicht wahrhaben, dass die Medien sie zerstören wollen. Sie haben gedacht, sie müssen einfach nett sein, es wird sich normalisieren, es wird sich mit der Zeit geben, es wird sich schon ändern. Und hier ist aus meiner Sicht eine Zeitenwende. Die AfD-Vertreter haben es jetzt, wie es aussieht, in großer Mehrheit verstanden, dass die Medien sie zerstören wollen. Dass sie sich das nicht aussuchen können. Aus meiner Sicht ist entscheidend, dass die AfD die Jahre 2019 und 2020 überlebt hat. Lügen haben kurze Beine. Und aus meiner Sicht, die Medien, es wird nicht so weitergehen, wie es jahrzehntelang bisher gelaufen ist. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Eine Analyse zu der Wahl und zu der Pressekonferenz kommt. Macht's gut.